Haben Sie heute schon gedankt? Ich muss zugeben, manchmal vergesse ich das. So, wenn so viel los ist, an einem Tag, in einer Woche, wenn viele Aufgaben anstehen, dann vergesse ich einfach, manchmal auch das Schöne im Leben zu sehen. Vielleicht ergeht es Ihnen ähnlich, besonders im Hinblick auf das letzte Jahr, die letzten 2 Jahre, war es ja manchmal schwierig. Danke zu sagen. Ich habe diesen Schriftzug, diese Erinnerung, Danke zu sagen, bei mir im Arbeitszimmer stehen. Manchmal fällt mein Blick da drauf und dann denke ich, ja, das musst du mal wieder machen. Dir bewusst eine Auszeit nehmen, einen Moment des Innehaltens und dann sich vergegenwärtigen, was war heute gut an diesem Tag? Was habe ich Schönes erlebt? Was habe ich geschafft, wofür ich dankbar sein kann? Was ist mir zugefallen, auch ganz unverdient? Wir sind manchmal vergesslich. Nicht umsonst sagt der Psalmbeter: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der Tod mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn wir heimgehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm Dank, drum dankt ihm Dank und hofft auf ihn. Im Oktober feiern wir traditionell in der Kirche das Erntedankfest. Wir danken für die Gaben, die uns geschenkt werden in der Natur. Vielleicht können Sie auch in Ihrem Garten etwas ernten. Birnen, die jetzt reifen, Äpfel, die Sie einlagern können, einen Kürbis, den Sie mit der Familie verspeisen können. Vielleicht können Sie auch zurückschauen auf das zurückliegende Jahr und dankbar sagen, ja, das habe ich, das haben wir gemeinsam geschafft. Mit vereinten Kräften. Machen wir uns bewusst, dass vieles im Leben uns auch zufällt, wofür wir dankbar sein können. Die Sonnenblume ist so ein gutes Bild für einen dankbaren Lebensstil, für eine dankbare Haltung. Mit ihrem Blütenkopf wendet sie sich immer dem Licht zu. Und sie tankt die Energie und Wärme der Sonnenstrahlen. Und in ihrem Innern wachsen Samen heran. Samen, die zur Nahrung werden können für Tiere und auch für uns Menschen. Das kann ein schönes Bild sein für unser Leben. Wenn auch wir uns immer wieder dem Licht zuwenden, und damit meine ich nicht nur die Sonne, die jetzt scheint, sondern wenn wir uns auch dem Licht zuwenden, das von Gott ausgeht, seiner Liebe, seinen Worten, die uns Hoffnung und Mut geben, dann kann auch in uns etwas wachsen. Das Vertrauen, dass wir nicht alleine sind, dass wir begleitet werden, dass da jemand ist, der für uns sorgt. Wenn wir uns Gott zuwenden, dem Licht des Schöpfers, dann kann in uns Kraft wachsen. Kraft, auch unseren Alltag zu bewältigen mit manchen Schwierigkeiten, die auch darin stecken. Reinhard Elsel hat uns gesagt, Dankbarkeit kann zaubern. Verwandelt dunkle Gedanken im Vertrauen auf Gott in Freude. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie so eine Verwandlung erleben, wenn Sie sich bewusst Zeit nehmen, Danke zu sagen für das, was gut und schön ist in Ihrem Leben.
möge Ihnen Gott dankbare, verzauberte Momente schenken. Gerade jetzt, auch in diesem Herbst. Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her. Der Strohhalm und die Sterne, der Sperling und das Meer. Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm. Das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. Alle guten Gaben kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Er lässt die Sonne aufgehen, er stellt des Mondes Lauf. Er lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf. Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot. Er gibt in kühen Weide und unseren Kindern Brot. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft.